Hallo und herzlich willkommen, Freunde. Ich bin's wieder, euer Jesse, mit einem neuen Dämonenjäger-Video, genauer gesagt mit dem Dauerbild. Es ist endlich soweit, der Build ist back. Wer es noch nicht mitbekommen hat, im neuen Patch 2.4 wurde das gesamte Set, also das Marodeur-Set, erheblich gebufft und somit ist es auch wieder durchaus sinnvoll, diesen Build zu spielen, denn je mehr Türme ihr stellt, ihr kennt das ja vielleicht noch vom alten Marodeur-Set, je mehr Türme ihr stellt, umso mehr Schaden macht ihr. Aber mittlerweile ist das so, dass der Schadensbonus aktuell bei 400% pro Turm liegt, wird vielleicht sogar nochmal auf 600% erhöht. Mal schauen, wo da das endgültige Balancing stehen bleibt. Und was natürlich noch ein enormer Vorteil ist, wie ihr seht, spielen wir mit der Rune, dass die Türme so eine Kuppel haben und wenn wir uns in die Kuppel stellen, nicht nur wir, sondern auch unsere Verbündeten erhalten alle 25% mehr Zähigkeit, beziehungsweise sie erhalten 25% weniger Schaden. Das Ganze ist natürlich enormst vom Vorteil. Auch mit der überarbeiteten Buffleiste haben wir jetzt den Vorteil, dass wir alle Buffs sehen, die aktiv sind, unter anderem auch wie viel Türme, die wir denn gerade so gestellt haben. Und wie ihr hier seht, wir bauen die Türme um den Rift Guardian und danach knallen wir dann einfach mit unserem Raketenschuss drauf. Und wie ihr hier seht, die Zahlen, die hier aufstehen, ist absolut enorm, damit ihr mal ein bisschen ein Gefühl dafür bekommt, dass wir machen mehrere Milliarden Crits, also bis zu 5 Milliarden ohne den Elemental Ring. Und wenn der Elemental Ring dazu kommt, wir spielen das Ganze ja auf Physik, machen wir schon mal 15 bis 20 Milliarden Schaden pro Granate, also pro Treffer praktisch, pro Rakete. Ich fahre hier mal den Speed ein bisschen runter, dann sieht man das eben. Also wir schießen hier ganz einfach mit unserem Auswehrschuss, um eben Fokus und Zurückhaltung zu blocken. Ihr seht, es geht jetzt auf Physik, also auf den physischen Damage und die Einschläge da hinten, der Boss verliert praktisch pro Rakete 10 bis 15% seines Gesamtlebens, also solltet ihr euch auf jeden Fall mal den Build notieren, denn besonders auch im Groupplay in den 80er Rifts oder darüber wird dieser Build garantiert vertreten sein und von ein oder anderen sicherlich gespielt werden. So, Freunde, nach dieser Einführung gehen wir natürlich gleich auf die Talente, welche ihr denn benötigt. Wir nutzen wieder primär Ausweichschuss mit Fokus für die Hasserzeugung, danach dann unseren Splitterpfeil mit Raketensplitter. Splitterpfeil ist ja auch der gesamte Build, also der gesamte Damage, um den sich dieser Bild hier baut. Und zwar könnt ihr hier Raketensplitter nehmen, ist jetzt physischer Schaden, oder ihr habt natürlich auch die Möglichkeit auf Maelstrom oder Splitterbombe zu gehen, um eben ein anderes Element auszuwählen. Aber ich für meinen Teil würde euch mal Splitterpfeil empfehlen, einfach weil es wirklich enorm viel Schaden macht. Danach haben wir Rauswolke mit aus den Augen. Hiermit haben wir sogar ein Speedtalent, also jedes Mal, wenn wir das aktivieren, haben wir 100% mehr Bewegungsgeschwindigkeit, sehr sehr gut. Und dann haben wir hier beim Geschützturm des Wächters, und zwar könnt ihr hier einen Turm stellen und um diesen Turm bildet sich eine Kuppel und wenn ihr euch da reinstellt, kriegt ihr 25% mehr Zähigkeit, haltet 25% mehr aus. Wir schauen uns das gleich an. Ich habe jetzt knapp 80 Millionen. Wir bauen einen Turm. Ich stehe drinnen. Wir haben 105 Millionen. Wenn wir rausgehen, haben wir natürlich wieder dementsprechend weniger die 80. Das Ganze gilt auch für eure Gruppe. Das bedeutet also, mit raus rein, wenn ihr das im Gruppenspiel einsetzt, diesen Build, haben natürlich auch eure Verbündeten diesen Buff, dass sie 25% weniger Damage kriegen. Zusätzlich haben wir hier Rache mit Groll, um eben unsere Zähigkeit zu erhöhen. Wie das genau funktioniert, erkläre ich gleich. Und natürlich, um auch unsere Hassregeneration wieder anzutreiben. Und dann haben wir noch Gefährte mit Wolf-Gefährte, um eben mehr Damage zu verursachen als Cooldown. Und noch etwas ganz Wichtiges, für diesen Build nutzen wir den neuen Gürtel, und zwar Zyos Geheimnis, und zwar, wie ihr hier sehen könnt, reduziert euren erlittenen Schaden für jeden aktiven Gefährten um 6,6%. Das bedeutet also, wir haben hier gleich mal die drei aktiven Gefährten und somit haben wir auch dreimal die 6,6%, also 18, 19, knapp was über 19% weniger Schaden, was wir konstant erleiden. Von den passiven Fähigkeiten her nutzen wir Maßanfertigung, damit wir einen Tower mehr stellen können, Jagdfieber,
Bewusstsein und natürlich Ballistik. Wenn ihr ein gut gerolltes Amulett habt, könnt ihr natürlich gern dieses einsetzen. Ich hatte jetzt kein Glück bei meinem Höllenfeuer-Amulett, daher nutze ich aktuell noch ein Auge von Etlich. Natürlich so gerollt, dass es Crit hat, Critical Damage und natürlich noch den Elementschaden. Dadurch, dass das Ganze auf Physik baut, solltet ihr auch hier den physischen Elementschaden rollen. Das gleiche gilt natürlich auch für die Armschienen. Hier nimmt ihr wie Wickel der Klarheit, und zwar einfach aus dem Grund, damit ihr nochmal 35% weniger Schaden bekommt, wenn ihr irgendwas hittet. Wir setzen die aktiv, jetzt haben wir 122 Millionen Zähigkeit. Wir stellen den Tower, haben 160 und jetzt nutzen wir noch Groll, 325 Millionen Zähigkeit, und das als Demon Hunter. Damit kann man garantiert schon mal ganz stressfrei farmen und spielen. Ansonsten, was haben wir noch drinnen? Wir haben einen neuen Rucksack, einen neuen Bombenrucksack. Was ist an dem neu? Und zwar wird auch hier der Geschützturmschaden um bis zu 100% erhöht. Ist natürlich essentiell für den Build, hier nochmal 100% mehr Schaden zu machen. Daher ganz wichtig, holt euch um jeden Preis den Bombenrucksack. Von den legendären Edelsteinen her nutzen wir Verderben der Gefangenen und mal Zeiss der Rache. So Zeiss Stein der Rache, je weiter die wegstehen, umso mehr Damage machen wir. Hier vielleicht eine kleine Anmerkung. Es war bis jetzt so, dass wenn ihr die Damage-Berechnung wird nicht von euch gemacht, sondern von der Schadensquelle. Das bedeutet also, wenn wir irgendwo hinschießen und unser Tower schießt, dann machen wir einen anderen Damage-Wert als unser Tower, denn das hängt natürlich davon ab, wie weit der Tower oder wie nahe der Tower zum Ziel steht. Denn es war einfach so, dass Zeiss Stein der Rache so berechnet wurde, dass von jedem Tower die Entfernung zum Ziel genommen wird. Das bedeutet also, wenn wir jetzt im Gegner stehen und unser Tower steht hier außen, wie ihr es jetzt links seht, macht der natürlich mehr Schaden als der Tower, der hier in der Mitte steht. Also baut einfach eure Towers immer laufend weiter, denn das Wichtigste überhaupt ist natürlich, dass hier der Geschützturm-Buff aktiv ist. Wie ihr seht, haben wir 4 Türme aktiv. Jetzt haben wir alle 5 Türme aktiv und somit haben wir auch den höchstmöglichen Damage, den wir eben aus dieser Skillung ziehen können. Daher ganz wichtig, immer schauen, dass hier ein 5er in eurem Geschützturm-Buff steht, damit ihr eben den maximalen Schaden verursacht. Und dann haben wir noch den Verderben der Mächtigen drin. Das ist jetzt aber nur so fürs schnelle Farmen in den Greater Rifts. Würdet ihr das natürlich mit Verderben der Geschlagenen ersetzen, damit ihr eben für bei dem Rift Boss, bei dem Rift Portal selbst, also beim Boss 25% mehr Schaden macht und dieser Damage sich immer weiter und weiter hochsteckt. Auch ein sehr wichtiger Aspekt, sobald es in den in die großen Nephalem Portale geht, auf jeden Fall diesen Verderben der Geschlagenen auf. Und jetzt noch, last but not least, wir haben natürlich ein volles Marodeur-Set. Hier gehe ich aber nicht so genau auf die Set-Boni ein, die werden aktuell noch ein bisschen balanced. Also hier schaut einfach in den Kommentaren, ich gebe euch dort die finalen Werte. Aktuell haben wir 400% mehr Damage mit jedem Geschützturm. Ich glaube, es wird nochmal auf 600 erhöht. Also dieser Build selbst ist High Potential. Hier ist auf jeden Fall sehr, sehr viel möglich. In Kanais Würfel schauen wir noch, ist natürlich auch immer sehr, sehr nett. Was haben wir hier? Wir haben hier die Morgendämmerung, reduziert die Abklingzeit von Rache. Wir haben Gunnars Antlitz aktiviert bei Rache das dunkle Herz. Das bedeutet also, wir haben bei Rache selbst einmal den Cooldown um 60% reduziert. Und dunkles Herz, das war eben der Zähigkeitsbuff, wo wir 50% mehr Zähigkeit haben. Das bedeutet, dass ihr, sobald ihr Rache aktiviert, bekommt ihr nicht nur Hass dazu, sondern ihr bekommt auch automatisch Zähigkeit dazu. Und wie ihr ja wisst, ist Rache mehr oder weniger sehr, sehr oft ab in den Rift. Daher immer ziehen, sobald es ready ist, einfach anwerfen. Es wird euch garantiert weiterhelfen. Und dann haben wir hier noch als last but not least natürlich den Elemental Ring, denn wie ihr seht, spielen wir ja mit Fokus und Zurückhaltung und das Ganze runden wir mit einem Elemental Ring ab. Sobald der auf Physik geht, gehen eure Crits in die 10, 15 Milliarden und ansonsten macht ihr unter Anführungszeichen nur 5 bis 7 Milliarden. Natürlich Abhängigkeit von eurem Gear und von eurer Waffe. Und bei apropos Waffe noch der sehr, sehr wichtige Hinweis, Manticore. Manticore war früher mal ganz beliebt, wurde dann aber nicht mehr genommen, weil es eben nichts gebracht hat. Jetzt mit dem Patch ist es wieder die Must-Have-Waffe. Wenn ihr den Build spielt, wenn ihr ein Marodeur-Set spielt, braucht ihr ein Manticore. Und zwar aus zwei Gründen. Der erste ist ganz ersichtlich, die Hasskosten von Splitterpfeil werden um bis zu 50% reduziert. Das bedeutet, ihr könnt fast
Also ihr könnt halt um 50% mehr Splitterpfeile machen, ist natürlich super. Und was noch viel wichtiger ist, der Schaden von Splitterpfeil wird um nochmals fast 100% erhöht. Das bedeutet also, ihr habt hier noch einen enormen Damage zu gewinnen. Also ein uralt gerolltes Manticore sollte bei eurer Wunschliste ganz, ganz oben stehen, denn das wird essentiell sein, um zu sehen, wie hoch ihr denn generell mit dem Bild kommt. So, und somit wären wir auch schon wieder am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie immer, wenn es irgendwelche Fragen gibt, ab damit in den Kommentaren. Dann natürlich vergesst mir nicht, einen Daumen da zu lassen. Und jetzt der wichtigste Hinweis überhaupt. Es gibt einen neuen, besten Bild für den Dämonenjäger. Das nennt sich dieses Ninja-Set, also da, wo der Dämonenjäger zum Nahkämpfer wird. Solltet ihr auf jeden Fall mal einen Blick riskieren. Und ansonsten, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, könnt ihr mich live erwischen auf Twitch unter JessieVox. Oder auch in unserer Community for Fansets einfach im Spiel for Fansets eingeben, die Community joinen. Dort bin ich dann auch jederzeit anzutreffen und freue mich natürlich, wenn ihr Fragen zu dem Bild habt oder natürlich auch den ein oder anderen Verbesserungsvorschlag, denn niemand weiß alles. Da kommen auch teilweise sehr, sehr gute Ideen aus der Community und die übernehme ich dann natürlich für euch. So Freunde, bis dahin viel Glück, viel Erfolg und bis zum nächsten Mal.